Unterwegs in Mitteldeutschland. Heute geht es nach Sachsen-Anhalt in die ca. 9000 Einwohner große Stadt Mansfeld, die sich etwa 35 Kilometer nordwestlich von Halle im östlichen Vorharz befindet. Dort ist auf einem Bergsporn über dem beschaulichen Städtchen das Schloss Mansfeld gelegen. Auf dem Burgberg befinden sich heute die Ruinen einer bedeutenden Festung und die Ruinen dreier Schlösser des Mansfelder Grafengeschlechts sowie die vollständig erhaltene Schlosskirche. Das Alter dieser Anlage ist heute nicht mehr genau zu bestimmen. Man geht allerdings davon aus, dass vor der ersten Erwähnung eines Graf Heuer von Mansfeld im Jahre 1060 eine Burg auf dem Schlossberg stand. Zudem gibt es eine Erwähnung aus dem Jahre 937, in der zum ersten Mal der Name Mansfeld genannt wird. Es wird angenommen, dass am Anfang des 13. Jahrhunderts die damalige Burganlage eine beträchtliche Größe aufgewiesen haben muss, da dort neben gewöhnlichem Personal auch zwei Ärzte ansässig waren. Zudem war die Anlage außergewöhnlich stark befestigt, sodass sie mehreren Belagerungen standhalten konnte. Am Ende des 13. Jahrhunderts kam es zur Entdeckung von großen Kupfererzvorkommen im Mansfelder Land, was den hiesigen Grafen großen Reichtum bescherte. Aufgrund des reichen Kindersegens des Mansfelder Grafengeschlechts erfolgte im Jahre 1501 die Erbteilung. Daraufhin begann man mit dem Bau von drei repräsentativen Schlössern auf dem Burgberg. In den Jahren 1518 bis 1532 werden die Schlösser Vorderort, Hinterort und Mittelort fertiggestellt. Zwischenzeitlich vernichtete 1509 ein großes Feuer die gesamte mittelalterliche Burganlage, bei der einzig und allein die äußere Hülle der Kirche bestehen blieb. Diese wurde in den Jahren 1519 bis 1522 wieder neu eingerichtet. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Festung weiter, unter anderem unter der Leitung des Festungsbaumeisters und Geschützgießers Matern Harder, ausgebaut und verbessert, sodass sie im 16. und 17. Jahrhundert eine der stärksten Festungen Deutschlands war. Während des Dreißigjährigen Krieges ging die Festung an die Schweden über und wurde im Anschluss daran zum Spielball im Machtstreben der preußischen bzw. sächsischen Fürsten. Dies führte dazu, dass die Schlösser zunehmend verfielen. Von den Schlössern Hinterort und Mittelort blieben nur noch Ruinen übrig. Allein Schloss Vorderort blieb zunächst bestehen, bis 1795 der preußische Bergrat Bückling, der das Schloss 1790 kaufte, es abreißen ließ und an seiner Stelle ein Wohnhaus errichtete. Dies soll laut Überlieferung allerdings so hässlich gewesen sein, dass die Familie von Recke, welche das Anwesen 1856 erwarb, auch dies abreißen ließ und ein Schloss im neugotischen Stil erbaute, wie es heute noch zu sehen ist. Seit 1947 ist das Schloss Mansfeld eine christliche Jugendbildungs- und Begegnungsstätte. 1997 wird der Förderverein Schloss Mansfeld e.V. gegründet, der später im Jahre 1999 die Geschäftsführung übernimmt und seitdem Eigentümer des Schlosses ist. Schloss Mansfeld ist ein beliebtes Ausflugsziel für Klassenfahrten und Tagesausflüge. Feierlichkeiten und Seminare finden dort ebenso statt wie Führungen über das Außengelände des Schlosses und in die Schlosskirche. Die Besichtigung der Innenräume ist zum Tag des offenen Denkmals am zweiten Sonntag im September jeweils nachmittags möglich.